Kai, Auftakt in die Verbandsliga Nordbaden, siegreich gestaltet gegen Durlach Aue. Was sagst du zum Spiel? Ja, zum Spiel. Also wir haben sehr gut angefangen, haben ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung. Zum Schluss sind wir dann über den Kampf gekommen, was uns auch ausmacht. Wir sind eine gute Mannschaft und ja, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, ne, mit dem ohne Freistoß, wo ich gerade noch so mit dem Fuß dann kriege. Ja, wir sind eine junge Mannschaft, alle willig und ich hoffe, so geht's weiter. War ein super Einstand, so muss auch sein. Vor allem zum Ende des Spiels hin wurde es ziemlich hitzig. Was war der Grund dafür und wie ist es gekommen? Ja gut, Durlach Aue hat es auch sehr gut gemacht. Sie waren auch, wir sind teilweise gar nicht mehr richtig hin rausgekommen, weil wir haben dann viel lange Bälle geschlagen. Wir sind Gott sei Dank dann über den Kampf drin geblieben im Spiel. Haben den Faden eigentlich nicht so richtig verloren, meiner Meinung nach. Es ist klar, dass jedes Spiel wird hart. Ne? Und ich hoffe, dass wir weiterhin so über den Kampf kommen und dass wir so die Spiele weiterhin gestalten. Ne? Vielleicht hin raus, vielleicht dann ja nicht ganz so eng wie jetzt heute, aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Die Situation zur roten Karte, wie hast du sie gesehen? Langer Ball kommt, ich gucke nach dem Ball, ich sehe den Stürmer gar nicht, komm raus. Ja, der Stürmer kommt dann der Ball und ich bin natürlich im Rauslaufen, kann ja nicht mehr in der Luft abbremsen. Ja, und der Stürmer steht mir im Weg, ich renne dann um. Ja, also meiner Meinung nach, die rote Karte habe ich dann gar nicht mitbekommen, weil ich dann nach dem Spieler geschaut habe. Und ja, Schiri, alles richtig gemacht, meiner Meinung. Also insgesamt, wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung und was meinst du, was man von eurer Mannschaft diese Saison erwarten kann? Von der Vorbereitung, ja, also war eigentlich ganz okay. Viele Urlaube halt auch gehabt, das war ein bisschen schlecht, meiner Meinung nach. Das sind, wir waren fast nie komplett, jetzt erst die letzten zwei Wochen dann, wo wir komplett waren. Es ist noch Luft nach oben, wir sind noch nicht fertig mit unserer... Wie soll ich sagen, die Vorbereitung geht eigentlich jetzt noch weiter, weil wir sind noch nicht auf der 100%, wo wir eigentlich haben wollen. Und ich erhoffe mir, ja, dass es so weitergeht, dass wir schnellstmöglich Punkte sammeln, dass wir unterwegs sind und dann mit ohne nichts zu tun haben mit dem Abstieg. Kai, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke, ebenso, danke, ciao.